Hi. Hi. Wartest du auf Dr. Tasken? Sie ist sehr nett, nicht wahr? Was fehlt überhaupt? Wie meinst du das? Ich habe keinen Kontakt zu anderen. Ich kann nicht reden. Aber du redest doch jetzt. Ja doch, ich kann dich hören. Du kannst mich hören? Ja, sicher. Und was fehlt dir? Ich war von einem Dämon besessen. Oh, das ist erledigt. Er ist weg. Dr. Tasken möchte, dass Sandra am Donnerstag zum Stimmtherapieunterricht kommt. Hey, Mom. Weißt du, was ihr passiert ist? Oh. Rufen Sie Jean. Geht's Ihnen wieder besser? Mutti, es ist alles wieder gut. Was ist denn los? Regan hat es geschafft, dass Sandra redet. Was? Ich muss sofort mit ihr nach Hause gehen. Ihr Vater muss sie unbedingt hören, ehe sie wieder verstummt. Warten Sie noch. Sie wird nicht wieder verstummt. Nein, hör nicht auf, mein Liebling. Sprich weiter. Na schön, Sie können sie nach Hause bringen. Liz, begleiten Sie die beiden. Komm, mein Liebling. Komm schnell. Was hast du gemacht? Gar nichts. Ich habe sie einfach angesprochen. Ich habe festgestellt, dass sie in sich reinredet und dann ist sie aus sich rausgegangen. Jean, könnte ich den anderen Kindern möglicherweise auch helfen? Ja, weißt du, Regan, es ist nicht ganz ungefährlich, sich in die Therapie eines Arztes einzumischen. Ich meine, Sandra scheint wieder gesund zu sein, aber bitte, versuch so etwas nicht wieder, ja? Zumindest nicht, bis du... Ist was? Ich meine, bis du älter bist. Okay, Ada Sharon. Wiedersehen. Ach, und erzählen Sie lieber nichts, sonst ruft die Mutter an und die macht sich nur unnötig Sorgen, okay?